Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft Elemental Clash. Jo, ich hatte es gerade in der letzten Folge erzählt, dass ich gleich eine Antwort aufnehmen werde. Habe ich jetzt nicht ganz gemacht, ich bin zwar immer noch am selben Tag, aber ich habe jetzt gerade ein bisschen Deal in meinen Aufnahmepunkten abgebracht. Okay, wir haben noch 32 Minuten, das heißt, ich habe doch nicht so lange aufgenommen, wie ich dachte. So, ich kann nicht mehr sprinten, das heißt, ich muss was essen. Ich nehme jetzt nicht das, sondern ich nehme da lieber meine Süppelchen. Ganz einfach aus dem Grund, da ich die immer näher in der Nähe immer nachfüllen kann und ich das bei solchen Verbrauchsgegenständen, nehmen wir es mal Verbrauchsgegenstände, wie Rammelfleisch nicht voraussagen kann. So, vielleicht war ja schon jemand auf dem Server drauf gewesen, während ich weg war. Deswegen ist das Glas für dich gebrannt. Geil. Ja, hier ist gar nichts gebrannt, weil hier war keine Kohle drin. Das hätte man ja auch mal vorher riechen müssen. So, hier packen wir mal da drin. Das Fleisch nehmen wir mal raus. So, dann wollte ich mal gefärbtes Glas machen. Das Häuschen, ich nehme das. Mal sehen, ob es klappt. Warte mal. Man nimmt ja nicht die Flower Power, sondern man nimmt den Farbstoff. So, dann macht man hier wieder so einen Kasten. Hoffentlich mache ich das richtig. Ich hoffe es. Ja, Tatsache, 40 Stück. Das wird fast schon bestimmt. Das reicht locker. Das reicht aber. Logo Pogo vom Hacker. So, was jetzt nicht, was brauche ich als nächstes? Ich brauche als nächstes 1, 2, 3. Oh, ich hasse das Geräusch. Ich hasse das Geräusch einfach nur. Diese neuen Geräusche. Ich weiß ja nicht, ob ihr das hört, aber ich finde es einfach nur nervig. Das hat der Dirty X mal wieder hinzugefügt. Das klingt wie, jetzt würde man auf einen Amboss schlagen, so wie wenn ich das richtig jetzt interpretiere. So, was ich vorhabe, werdet ihr sehen. Bevor ich mich losmache, hätte ich eigentlich gleich mal ein bisschen besser nachdenken können. Und müsste ich mir mal, haben wir hier noch Diamanten? Das ist natürlich die Frage des Tages, dann haben wir nicht. Scheiße. Ich bräuchte nämlich nie meine Diaspitzhacke, damit ich Obsidian abbauen kann. Sonst macht das nämlich alles keinen Sinn, was ich machen will. Habe ich in meiner Kiste noch Diamanten drin. Ein Diamant. Scheiße, habe ich zwei Diamanten. Mann, das reicht nicht aus. Kann ich mir irgendwo einen Diamanten ausleihen? Hast du hier noch einen Diamanten? Hast du hier noch einen Diamanten? Flamebow, Alter. Möchte ich auch haben. Ich hätte ja schon gerne mal noch einen Diamant, aber... Ach, Menno. Auf diesen kann man ja, glaube ich, nur mit so einer Diamantspitzhacke abbauen. Das ist natürlich scheiße. Muss ich dann halt warten, bis ich dann einen weiteren Diamanten habe. Dann müsste ich dann vielleicht nochmal farmen gehen, aber bis ich einen Diamant gefunden habe, sollte natürlich auch wieder Ewigkeiten. Deswegen mache ich das mal nicht so. Warte mal, ich gehe jetzt nicht auf den langen Weg hier durch das Haupteingöllchen, sondern ich gehe einfach später runter. Der nächste Lavasee war ja gleich da hinten irgendwo, glaube ich zumindest. Hier war jemand produktiv. Oh, das kenne ich ja gar nicht. So, hier ist eine Treppe. Stimmt, das war ja der Fee-LPs oder Fee. Ich weiß nicht, ich weiß immer noch, wie ich das aussprechen soll. So, ich blicke jetzt bestimmt auf die Fresse. Ja. Ich habe es schon so gerochen irgendwie. Das riecht man. Das riecht man wirklich. Man merkt, das schafft man nicht. Das riecht man. Mag man zwar nicht glauben, aber man riecht es, wenn man auf der Fresse fliegt. Ach ja. Hätte man bestimmt schaffen können, aber ich schaff's natürlich nicht, denn ich bin unfähig. So, die ersten Minuten fangen ja schon wieder toll an, aber wir haben ja noch 32 Minuten auf dem Server. Das heißt, es ist wie zwei noch punktaktuell neue Folgen. Jetzt spreche ich mal etwas vorsichtiger hier runter. Ja, hier vorsichtig. Alter, ist das skillt. Geskillt hier. Wow. War ja voll Hammer. So voll delicious, Alter. Jetzt liegt natürlich alles hier quer, krumm, bumbidi-bum, herum. Boah, seit drei. Mal wieder sortieren, das brauche ich. Da kam gerade irgendeine Meldung auf mein Handy. So, was ich jetzt hier sortiert habe, ist ja spielt eigentlich keine große Rolle. Dann gehen wir gleich mal zu dem Lavasee da hinten und nehmen uns mal zwei Schlücke Lava. Und dann müssen wir gleich nochmal kurze Momento. So, zwei Lava-Becher haben wir und dann geht's gleich auf der Heimreise. Ich würde am liebsten einen möglichst schnellen Weg nach oben suchen. Und da ich ja da schwimmen muss, ist das sowieso egonomitär restriktiv derifiziert. Schöner Wortwitz. Nein, es war kein Wortwitz, aber nein. Okay. Ich könnte das Ganze auch ohne Obsidian machen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber ich denke mal, Obsidian, ich bräuchte 32 Obsidian, um.
habe schon gedacht, da war jetzt ein Bossmann-Sauer, ist glaube ich nur das Portal. Ich bräuchte 32 Obsidian, um das so zu machen, wie ich mir das denke. Und das ist dann schon ein bisschen zu kostenintensiv. Ich habe zwar auch nicht genauso viele hier Lehmblöcke, wie ich brauche, aber ich sag mal, das ist noch die leichteste Übung, sich dann nochmal ein bisschen was nachzuholen. Auf jeden Fall muss ich erstmal gucken, wie ich das jetzt Ja, clever. Das war jetzt wieder mal Otschen intelligent. Intelligent, ui. Erstmal muss ich jetzt alles aufgraben hier. Hier muss ich mal die Fläche aufgraben, ganz einfach aus dem Grund, da ich hier natürlich das Logo hinsetzen werde, wollen. Dann werde ich, glaube ich, gleich nochmal das Bild raussuchen, das habe ich natürlich schon wieder weggelegt, wo ich mir schon mal eine Skizze gemacht habe, wie das aussehen soll. Sieht auf jeden Fall Deluxe aus, auch wenn es ein bisschen merkwürdig aussieht, sieht es auf jeden Fall Deluxe aus. Das unterstreicht schon mal, dass wir hier total überlegen sind, natürlich. Ja, so, die Chance lag nicht. Yay. Und jetzt hat es gerade kurzzeitig geleckt, weil der ein Block hat sich gerade nicht, wenn man es richtig gesehen hat, abgebaut. Das fällt natürlich auf. So, dann bauen wir das hier mal ab und dann haben wir es auch gleich fertig. Haben wir gleich wieder ein Dutzend Steine gesammelt. So, was meine Idee ist, werdet ihr gleich sehen, sobald ich anfangen kann hier zu bauen. Noch ein bisschen, 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 noch ein bisschen. Ja, man sieht, es laggt ein wenig. Obwohl der Server eigentlich sonst immer es sind nicht die Chance, die laden, sondern einfach nur die Blöcke, die laden ihre, ja, ihre Grafik nicht. Die werden quasi jetzt nichts dargestellt. Was wollte ich jetzt gucken? Achso, ja, jetzt müsste ich mal kurz die Aufnahme kurz unterbrechen und dann sehen wir uns gleich wieder, also bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt können wir gleich mal das bauen, so wie ich mir das denke. Server, pinkt der? Der war gerade nicht online. Das wird ein bisschen behindert aussehen, glaube ich. Ja, ich muss auf jeden Fall das mit Obsidian machen. Ich mache das erstmal nur so provisorisch. Erstmal mit den Blöcken hier, damit ich schon mal so ungefähr auch das so platzieren kann, wie ich mir das erdenke. So, so. Ich gucke gerade mal mit zweiten Blick aufs iPad, wo ich das skizziert habe. Jetzt könnte man sagen, dass man hier einen Block einspart. Ich mache es aber erstmal nicht. Das kann man dann immer noch sehen, wie man will. So, hier ist schon mal der erste Striemen. Dann mache ich jetzt mal den zweiten Striemel. Striemel vom Piemel. Nein. Nein. Einfach nein. Einfach nur nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das weiter erstmal. Ja. So, dann sparen wir hier mal einen Block ein. Ich sehe schon, das wird gar nicht reichen. So wie für das, was ich mir erdenkt habe. Ja, gut, wenn wir hier ein bisschen sparen. Und dann könnte man sagen, dass man hier noch ein bisschen spart. Dann kann man schon mal sagen, dass man schon mal hier diese zwei Blöcke schon mal wenigstens anbaut. So, ihr könnt es vielleicht schon so ungefähr erkennen, wie es aussehen soll. Ich hoffe es zumindest. Hoffentlich sieht es nicht so behindert aus. So, den Block kann ich da auch wieder sparen, wenn ich das richtig sehe. Kriegen wir es vielleicht zu knapp hin? Vielleicht. Jetzt fehlen mir genau nur noch drei Blöcke. Drei Blöcke kann man bestimmt noch irgendwo einsparen. Zum Beispiel hier. Das sieht behindert aus, aber ja, das sieht schon wieder behindert aus. Da habe ich jetzt nur den falschen Block eingespart. Dann wo kann man denn hier noch einsparen? Das ist okay, das lasse ich mal lieber sein. Das lasse ich mal lieber sein, hier diese Einsparung da. Ich glaube, ihr könnt so ungefähr erkennen, wie es aussehen soll. So ungefähr. Dann nehme ich dann vielleicht doch lieber Obsidian, aber ich weiß nicht so richtig. Obsidian? Vielleicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich mir so überlegt, hier in diese Lücken packe ich rotes Glas rein und drunter kommt Lava. Damit quasi auch das Rote so ein bisschen. Ich hätte jetzt auch roten Lehm machen sollen, das sieht dann so langweilig aus, finde ich. Das hat gar keinen Stil und so. Das wäre dann total. Like a Mono Augenbraue. Like a Mono. Monotono. So. Ja, dann brauche ich dann definitiv noch ein bisschen mehr. Oh. Ja. Seit neuestem geht auch das Glas wirklich kaputt, wenn man sich da zu viel geschnapuliert hat. Ach Gott, jetzt komme ich nicht an die Lava dran. Ja, Hammer. Und dann legt man die vielleicht mal hier und dann klappt das vielleicht. Naja, nicht ganz so. Knorke. Warte mal.
Werde ich versuchen, mal einfach mal hier die Block da drunter abzubauen. Ich bin mir gerade total unsicher, weil ich das Gefühl habe, dass ich gleich in Lava fliege. Ich habe das schon so im Blut. Im Blut. Ja, ich weiß, da werden gerade Blöcke sinnlos verbraucht. Ja, sitzt. Okay, gut. Oh. Ich hab's gerochen. Ich hab's wirklich, also man kann sagen, ich hab's gerochen. Scheiße, Mann. Ach, Mann, oh. Das war jetzt scheiße. Scheiße. Oh nein. Das ist ärgerlich. Das ist einfach nur ärgerlich. Richtig ärgerlich. Ach, Mann, oh. Das Schlimme ist ja... Tür. Gibt's ja nicht. Schlimme ist ja, ich hab's wirklich gerochen. Ich hab's genau gesehen, dass das gleich passiert wird. Aber ja, da denkst du auch nicht dran, dass man, wenn du schon wehst, nichts zu machen. Jetzt fehlt mir natürlich das, was ich brauche. Ich nehme jetzt einfach mal Eisenzeug. Ich denke nicht, dass ich... So, das packe ich. Drei brauche ich. So, das packe ich dann hoch. Dann machen wir als erstes mal ein Schwert. Ein Eisenschwert natürlich. Voll Deluxe hier am Werk. Dann drei von den Dingern hier. So. Jetzt habe ich schon mal diese Grundausrüstung. Glas habe ich. Was natürlich jetzt wieder fehlt, sind. Hey, Hardened Clay. Zwei Stück. Da kommt hier am Arsch. Was mir natürlich jetzt wieder fehlt, ist das der Farbstoff. Ja, Tatsache. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal wieder Dings holen gehen. Das geht natürlich wieder nicht, da ich nämlich jetzt auch schlafen gehen muss. Ich könnte mal kurz T/Wack erstmal, weil das habe ich schon wieder vergessen. Und dann T/Zeit. Ich habe noch 22 Minuten, das heißt, wir haben noch ordentlich Zeit. Obwohl jetzt bei mir schon steht, ist die Aufnahme vielleicht schon wieder vorbei. Lügt mich ein bisschen an hier. Also, das Ding will mich verarschen. Jo. Gut, erstmal hier hoch. Dann suchen wir gleich nochmal ein paar Blümelein. Kann ja sehen. Batsch. Jetzt vorsichtig. Hier runter, vorsichtig. Und das tut jetzt wieder weh. Aua. Ich glaube, so ein Dreck, ey. So, ich könnte auch gelb nehmen. Nein, gelb ist. Passt nicht. Ja. Das war so viel zur absoluten Effizienz. Und ich glaube, wenn es dann noch nicht so ganz in dieser Folge klappt, werde ich auf jeden Fall dann erstmal in der nächsten Folge nochmal ein bisschen was anderes versuchen, tief fortzusetzen. Kommt drauf an, ob es jetzt mit den Blöcken so hinhaut. Mal gucken. Na toll, jetzt habe ich hier überall nur gelbe Blümelein. Aber kleine roten. Keine rote, oh Gott. Mein Sprachvolumen ist nicht ganz einsatzfähig. Oh Gott. Quatsch. Das hätte man auch wieder cleverer machen können. Hier sind solche roten Dinger, aber ich glaube, kann man daraus Farbstoff machen? Das will ich jetzt wissen. Wenn das geht, wäre das Deluxe. So, jetzt lege ich das hier rein. Und? Tatsache. Wie geil. Gib her. Ha. Gib her. So. Dann ist nämlich mein Gebrauch schon wieder ausgeglichen. Jetzt habe ich nämlich wieder schon wieder 14. Das reicht vollkommen aus. Und dann können wir uns schon wieder auf den Heimweg machen, wenn ich jetzt wieder... Ja, die Frames-Size ist gerade bestimmt richtig niedrig. Also jetzt nicht die Frames-Size, sondern die Webs... was laber ich? FPS-Zahl von Minecraft. Obwohl meine Frames-Size ist jetzt... na gut. Wait, 14-15 FPS habe ich jetzt gerade hier beim Aufnahmeprogramm. Das ist schon relativ wenig. Muss man mal zugestehen. Frames macht es gerade richtig viel, ey. So, jetzt kann ich, wir sehen natürlich, dass das Tor, da kommt wieder nicht rein, das ist natürlich schön. Klettern wir mal einfach mal hier hoch. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt wieder durch die Tür zu gehen. Ja, das ist natürlich alles sehr clever gemacht hier, muss man sagen. Ich bin heute mal wieder auch so richtig... so richtig unproduktiv. So richtig unproduktiv. So, hier, das setzen wir wieder hin. Dass da ein Zwischenraum ist, das sieht natürlich... Und jetzt aufpassen, hier ist nämlich Lava. Wie ist es schon, da ist Lava. Ach man, oh. So, ich brauche gleich wieder Essen. Das heißt, ich muss erstmal gleich auch noch was zu futtern suchen. So, 16 Stück.
Und ich mache jetzt nichts anderes, außer erstmal diesen scheiß Glasblock da hinzusetzen, damit ich nicht nochmal auf der Fresse fliege. Ha. Und hier. Und am besten hier auch noch. Damit ich mich nicht gleich sofort wieder verbrenne, wenn ich da reinfalle. So, jetzt brauche ich, wie viel Holz brauche ich? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nur nochmal eins. Naja, 1, 2, 3, okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, aber ja. Ich bin ja so das totale Überlebenstalent, was Minecraft angeht. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, perfekt. Perfekt einfach nur getimed, muss man sagen. 12 Stück haben wir, das reicht aus. Das reicht definitiv aus. Definitiv, oh yeah, Mann. So. Ohne Sprint ist das natürlich, das Springen ein bisschen doof. So, Pilzku, komm her. Komm her. Oh ja, gut machst das. Das Schöne ist ja, ich kann jetzt immer schön gedrückt halten. Es kann quasi unendlich weiter essen. Das wäre, oh, so die Deluxe einfach nur. Gut, Glas hab ich. Jetzt fehlt mir natürlich wieder Lava und mein Lava-Eimer ist jetzt auch wieder weg. Das ist natürlich super entlängen. Jetzt mache ich mal T/Zeit. Meine Aufnahmezeit ist nämlich schon wieder viel zu lang. Da wird die letzte Folge, glaube ich, noch ein bisschen länger. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal diese Folge hier. Das war's für diese Folge. Ich denke mal, wir sehen uns dann wohl in der nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall, das war's von mir. Ciao, ihr meine Freunde, und bis denn. Ciao.